Home. Was finden Sie sich damit ab? Sie müssen sich ernsthaft mit Kate über ihre wirkliche Herkunft unterhalten. Niemals. Keine Ausreden. Sie wird bald genug erfahren, dass Alice fortgeht. Und das andere Geheimnis wird sie Ihnen nicht verzeihen. Sie muss den Grund nicht kennen. Nicht? Sie wird Sie für Alice' Abreise verantwortlich machen. Wollen Sie das? Nein, ich will das. Kate hat recht. Ich mache immer das Falsche, wenn es um Sie geht. Hören Sie, wenn wir in der Baker Street sind, werde ich Ihnen dabei helfen. Fahrer, warum halten wir an? Die Straße zum Platz ist blockiert, Sir. Warum? Es gab wohl einen schlimmen Unfall. Na, wunderbar. Gehen wir, es könnte Verletzte geben, die Hilfe brauchen. Und damit herzlich willkommen bei Sherlock Holmes. Wir sind im Kapitel Kettenreaktion und wir haben auch schon die erste Charakteranalyse eines der Opfer vor uns. Er atmet nicht mehr, sein Herz schlägt nicht. Okay, dann würde ich sagen... Die Pupillen sind verkleinert, bewegen sich aber. Er ist noch am Leben. Ich muss ihn schleunigst retten. Ach was, dann ich wollte ja schon weitergehen. Och, du liebes Bisschen, jetzt machen wir hier so ein dramatisches Quick-Button-Dingsbums-Game. Und atmen, 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 atmen. Why? Why? Oh, atmen, 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 atmen. Why? Atmen, 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 atmen. Why? Atmen, atmen, jetzt wach schon, du verdammter Typ. Oh, oh, oh Gott, ich krieg ihn nicht wieder reanimiert, ey. Es gibt jetzt einen neuen Song, den man lernt irgendwie, ne? Wenn man das Ding... Gott sei Dank, er wird überleben. Na also, er ist ja immer ein Meisterarzt, ne? Oh, Meisterarzt und Meisterdetektiv. Tun Sie etwas. Oh. Schätzen Sie die Gefahren und Risiken richtig ein und handeln Sie zügig, um den Menschen das Leben zu retten. Ach du liebes Bisschen. Nice. Einen haben wir hier gerettet, hör mal. Ach du liebes Bisschen. Ach, da haben wir jetzt wieder Zeit. Gott sei Dank. Einmal durchatmen. So, was haben wir hier? Beine unter irgendwas? Eingeklemmte Beine, okay. keine sichtbaren Verletzungen, nicht verletzt. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Kutsche. Massive Eisenkarosserie. Hohes Gewicht. Was haben wir noch? Vielleicht irgendwo ein Hebel oder irgend sowas? Was haben wir denn noch hier? Ah, hier. Ist das eine Holzstange? Könnte als Hebel benutzt werden. Na also, geht doch. Ja, und? Machen wir das? Ach, ja, dann nimm doch das Ding hier. Haben wir doch jetzt extra rausgefunden. So. Achso, ich muss... So, guter Mann. Hinaus mit dir. Dann gucken wir mal hier weiter. Bewusstloser Passagier. Muss rausgeholt werden. Denn das Ganze steht hier unter Flammen anscheinend. Aber, haben wir denn überhaupt... Warte, hier ist noch was. So, abgeschlossen. Türgriff fehlt, kann nicht geöffnet werden. Lol. Aha. Axt, du kommst ja wie gerufen, hör mal. Was haben wir denn noch? Warte mal, hier. Scharniere. Türscharnier, könnte aufgebrochen werden. Ey, was für ein Analysehengst sind wir eigentlich heute. Wahnsinn. So, go. Die ganze Kutsche wackelt immer. Ich ramm dir die Axt rein, auf dass die ganze Kutsche wackelt. Könnte man auch wieder missverstehen, ne? So, komm schon. Das ist der kleine Spantür hier. Spanholztür. Das kann nicht so schwierig sein. Ja, also. Und da ist er direkt auf der Trage. Perfekt. Aber direkt 1-2 gelöst. So, hier drüben noch. Ja, ich komme. Was ist hier? Ach, hier ist Feuer.
Oh, war ja. Habe ich die nicht mehr retten können? War da einer drin? LT. Ach so. Ich kann auch mit Watson agieren. So, dann kümmern wir uns mal um den. Untersuchen, wachrütteln. Keine Wunden oder Verletzungen. Dann machen wir mal wachrütteln. Das ist ein Fall für Watson. Okay. Dann können wir Watson aussuchen. So. Lauf, Watson! Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ach du liebes Bisschen, ich habe keine Ahnung, wo. Au! Meine Schulter! Ich bin Arzt. Dürfte ich mir Ihre Schulter mal ansehen? Ich habe sonst nichts zu tun gerade. Ach du liebes Bisschen! Da sieht man sogar das Herz schlagen! Wie geil ist das denn? ja, und wir drehen mal ein bisschen und. Nee. So ist, glaube ich, ganz gut, ne? Bestätigen. RT. Na? Ist besser? Vielen Dank für die Hilfe. Na klar doch, hör mal. So, eine meiner leichtesten Übungen. So, jetzt pass auf. Haben wir gerettet. Alles gut. So, den Typen. Der ist bewusstlos. Müssen wir jetzt nochmal das, wir machen ja genau das gleiche hier. Keine sichtbaren Verletzungen. Vielleicht hilft ja Ammoniak. Genau, Ammoniak benutzen. Jawoll! Oh, mein Kopf. So, ich gehe mal wieder auf Holmes. Irgendwo war doch noch einer, der. Einer ist schon gestorben tatsächlich. Ich glaube in dem. Ist denn der immer noch? Was halten Sie von diesem Unfall, Holmes? Bitte was? Das konnte Holmes nicht mehr machen. Was für eine Tragödie! So, jetzt haben wir noch den hier. Mir geht's gut, danke. Okay, da hinten ist noch einer. Also noch zwei sogar. Vielleicht Peter Medic! Ah, vielleicht kann Holmes diesen armen Mann helfen. Okay. Los. Helfen Sie mir bitte! Mein Bein! Nee, ich muss erst dem anderen helfen. Na los. Müssen wir uns doch ein bisschen anstrengen noch. Leichte Blutung. Die Blutung wird von selbst aufhören. Wir können gehen. Oh Gott. Beine unter dem Pferd. Eingeklemmt. Oh weia, ey. Gerüst. Gerüst drückt auf Pferd. Das ist natürlich ungünstig, sowas. Was haben wir hier? Ah, eine Säge. Damit können wir natürlich das Bein durchsägen. Mit der Handsäge. Gott sei Dank liegt hier eine Handsäge rum, mit der wir das Bein durchsägen können. Ach, komm schon. Das ist nicht dein Ernst jetzt hier. Nice. Das ging easy. So, können wir dem jetzt helfen? Hallo? Alter Schwede. Was hat der eigentlich da auf dem Kürbis auf dem Kopf, oder? Was? Der ist gestorben? Weil sein Fuß unter einem verdammten Pferdehals klebt und wir nicht rechtzeitig das Gerüst durchgesägt haben? Helfen Sie mir bitte, mein Bein. Ich bin Arzt. Lassen Sie mich mal schauen. Ja, leck mich doch fett. Och, der ist jetzt auch schon gestorben, oder was? Ah, ne, hier. Knochenuntersuchung. Die Knochen sind wohl heil. Das tut weh. Das ist eine hässliche Wunde. Ich denke, ein Notverband sollte vorerst reichen. Einen Moment, ich hole alles Notwendige. Lass dir ruhig Zeit, Watson. Ich lege jetzt den Verband an. Mhm. So kann ich das noch nicht verbinden. Nicht? Oh. Nein. Nicht beenden. So, das lassen wir jetzt nochmal liegen, oder was? Ablegen. Ja, was will er denn sonst nehmen? Ach so. Ich dachte, der Knochen wäre ganz. Das soll ein Notverband sein? Für eine Schnittwunde? What the fuck? Vielen Dank, Doktor.
Ich bin ja gerade nicht mehr so ganz überzeugt von den Qualitäten von Dr. Watson, muss ich ganz ehrlich sagen. Na klar. Kostet 2,50 Euro schon, der Rest zahlt die Krankenkasse. Easy. Wir haben nur 2 Leute heute abkratzen lassen. Holmes, da wurde wohl jemand festgenommen. Vielleicht ist es ja die Person, die für das hier verantwortlich ist. Ja, das kann doch der Sherlock überhaupt nicht glauben. Unfallursache herausfinden, na klar. Direkt mal. Übrigens ist das tatsächlich ein Kürbis, ja. Hier auf der Statue. Da ist halt ein Kürbis gelandet. Von der Explosion, ja. Über den Kürbisstand hier oder den Kürbiswagen bis oben auf die Statue. Sehr schön, finde ich gut. So. Achso, wir wollen jetzt ja herausfinden, was hier passiert ist. Dann lass uns mal mit den Leuten sprechen. Was für ein Chaos. Der Einzige, der hier irgendwie noch halbwegs bei Sinnen ist. Was sagt der denn hier? Der sagt gar nichts. What the fuck? Das arme Hotteü ist an Elektrizität gestorben. Ja, die Frage ist jetzt, was können wir denn hier angucken? Sollen wir mit den Officers reden oder mit dem mit der Fleischwunde? Lassen Sie mich gehen. Das ist Unsinn. Einen Polizeibeamten beleidigen. Was jetzt? Reicht es? Um was geht's hier, Constable? Mr. Holmes, dieser Mann hier hat das Gerüst errichtet, das eingestürzt ist und das alles hier verursacht hat. So war's nicht. Sie sind verletzt. Hab einen Hammer abbekommen. Wie? Er ist vom Gerüst gefallen. Als das verdammte Ding zusammenkrachte, flog er runter und erwischte mich am Bein. In dem Moment standen Sie da drüben? Oh ja, dort drüben stand ich. Wenn das so ist, kann er den Einsturz des Gerüsts nicht verursacht haben, Constable. Vielleicht war es nicht stabil genug. Ja, natürlich. Und was hat es umgestoßen? Vielleicht waren Sie es ja mit diesem verfluchten Stock, den Sie da haben. Wenn Sie so weitermachen, bekommen Sie ihn früh genug zu spüren. Moment, Constable. Das Gerüst ist vollständig in sich zusammengebrochen. Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Mann für das Desaster hier verantwortlich ist. Ich würde mich hier gerne einmal umsehen. Falls Sie sich nützlich machen wollen, sperren Sie das Gebiet ab. Niemand soll den Bereich betreten oder verlassen. Haben Sie verstanden? Natürlich, Mr. Holmes. Bäm, dem haben wir es aber richtig gegeben, hör mal. Dieser Unfall ist ungewöhnlich. Ich muss mich auf die Details konzentrieren. Ich muss alle Beteiligten in der Unfallsequenz unterbringen. Ach du liebes bisschen. 13 Elemente dürfen wir jetzt mal schön hier zusammen friemeln. Nun gut, machen wir uns ans Werk. Wir sind nicht umsonst Sherlock Holmes, der Meisterdetektiv. Dann gucken wir mal hier. Diese Kutsche fuhr ins Gerüst, das dann einstürzte. Ha! Schuldigen gefunden. Fertig. Wir sind fertig, Constables. Wir haben das Mysterium gelöst. Das war eine Kutsche, die sich selbstständig gemacht hat. Tesla ist der Hersteller. Böser, böser Ein üblicher Scherz. Phaeton. In unüblicher Lage. Alter, das Pferd ist aber volle Kanne da reingerast hier. Fürs Vaterland. Das Pferd konnte wegen der Fahne nichts sehen und raste in das Schaufenster. Ich verstehe. Haben wir hier noch was? Diese umgestürzten Lampen könnten das Feuer und die Explosion verursacht haben. Okay, also die Explosion in diesem Laden, oder? Obwohl, diese Kutsche brennt auch. Diese Kutsche fing nach der Explosion im Lampengeschäft Feuer. Okay. Alles klar. Mit solch einer Droschke kann man hohe Geschwindigkeiten erreichen. Ja, das ist eine Speed-Droschke. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Es passierte alles so schnell. Es gab eine Explosion und mein Pferd bockte und schleuderte mich gegen die Schränke da. Okay, die Schränke sind also nacheinander wie so ein Dominoeffekt umgefallen. Diese Schränke fielen um wie Dominosteine. Ja, und dann schon mal schön hier gegen, würde ich sagen.
Ich bitte doch darum, dass wir auch diesen Kürbis auf der Statue erklären müssen. Hier fielen die Kürbisse nach der Kollision herunter. Guten Tag, mein Herr. Dürfte ich Ihnen wohl ein paar Fragen stellen? Ich untersuche diesen Unfall. Sind Sie der Fahrer dieses Wagens? Ja, ich hatte Gemüse von meinem Hof geladen für den Markt in London. Was können Sie mir über den Unfall sagen? Nichts. Es gab eine Kollision, ich flog zu Boden und danach war mir ganz schwindelig. Dabei hat er doch so ein Airbag auf dem Kopf. Eine Kollision womit? Mit dem Ding da vor mir. Hielt ganz plötzlich an und ich wollte noch ausweichen, aber ich war nicht schnell genug. Okay. Wissen Sie, warum diese Kutsche so plötzlich abbremste und anhielt? Keine Ahnung. Ich meine, immerhin liegen da zwei Tote drin. Ein Karren, der seine besten Tage hinter sich hat. So, das hier ist halt so ein bisschen merkwürdig, ne? Diese komische Lampe mit dem Strom. Mhm. Die alten Gaslaternen hier wurden durch elektrische Laternen ersetzt. Gucken wir uns das mal genauer an. Aha! Zwei Duracell-Batterien. Erstmal die Sicherung rausnehmen. Fertig. So, jetzt können wir uns den Rest etwas näher angucken, denn wir haben den Strom ausgeschaltet. Oh, wir sind sogar schon durchgegangen hier. Diese Wartungskutsche wurde in diesen tragischen Unfall verwickelt. Aha, eine Wartungskutsche. Eine Wartungskutsche eventuell für die elektrischen Lampen oder so. Also ich würde ja vermuten, dass das hier so rund ging, dass diese Schränke umgefallen sind, die Lampe hier umgefallen ist und dann erstmal alle schön gegrillt hat. Getased hat. Wie auch immer. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Bitte. Nicht jetzt. Ich stehe unter Schock. Ach, komm schon. Dieser Wagen wurde vom einstürzenden Gerüst getroffen. Ja, also das Gerüst ist auf jeden Fall irgendwie scheinbar eins der Anfänge dieser Kettenreaktion. Aber hier war da auch nochmal gerade irgendwas, oder nicht? Habe ich das falsch gesehen? Ich dachte, hier blickt, würde auch noch was aufblinken. Ja, wir haben erst 11 von 13. Oh, mein armes Bein. Also irgendwas fehlt uns noch. Ah, hier. Dieser Mechanismus hat definitiv eine Rolle bei dem Unfall gespielt. Okay. Inwiefern? Was macht denn dieser Mechanismus eigentlich überhaupt? Das ist eine Seilspule. Die... Was macht die? Eine Art Flaschenzug. Und das sind die Gegengewichte, die hier runterhängen. Und hier ist irgendwas nach oben gefahren. Komplett nach oben gefahren. Können wir das dann irgendwie mal manipulieren und uns genauer angucken? Nee. Anscheinend nicht. Hier ist noch was. Hier sind die Fahnen. Festliche Fahnen. Das sind die Fahnen, die das Pferd hier ganz wild gemacht haben. Ach, hier, guck mal. Der Fahrer ist tot. Die Explosion hat ihn umgebracht. Alter Schwede. Das ist aber auch nicht... Ach, guck mal an. LB. Interessant. Aha. Dann also doch nochmal hier. Kürbis. Balken. Ach so. Sind wir jetzt hier schon... Habe ich das jetzt zufällig alles richtig gemacht? Nee. Nummer 1 ist der Kürbis natürlich. Zurücksetzen. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. 4. Und 5. So. LT-Sequenz ansehen. Nein,
So lief das nicht ab. Nicht? Ey, der Kürbis muss halt der erste gewesen sein. So, und dann der Balken der zweite. Drei. Naja, vielleicht ist dann das hier wahrscheinlich so rum zu sehen. Ja. Fertig. Wie geil ist das denn? Da flog eine Axt durch und hat die Seile irgendwie, warte mal, in diese Richtung war das. Und die hat irgendwie die Seile der Deko durchgeschnitten, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das führte dann zu dem Pferd. Hier oben ist die Axt, da haben wir den Übeltäter. Die Axt wurde vom Gerüst geschleudert und landete hier. Okay. Also, ah ne, wir haben immer noch nicht alle 12 Sachen. What the fuck? Lass uns aber trotzdem mal auf die Unfallkarte gehen. So. Bilden Sie die Reihenfolge der Ereignisse während des Unfalls nach, um herauszufinden, was das Ganze verursacht hat. Okay. Also. Irgendwas ist hier passiert, ja. Und dann ist... das da war, ich weiß aber immer noch nicht, was der Anfang war, weil das hier, diese Axt, das war eine spätere Sache. Gefundene Elemente. Ich glaube, ich muss erst noch das 13. Element finden, denn das wird der Anfang sein. Also, wenn wir uns jetzt nochmal umgucken, also das hier mit der Explosion ist erst später passiert. Obwohl, das beißt sich irgendwie alles in den Schwanz, habe ich das Gefühl. Die Explosion hat dazu geführt, dass der hier in die Schränke gefahren ist und der übrigens gestorben ist, der Fahrer. Die Schränke sind umgefallen, haben den Wagen hier zerstört, beziehungsweise das, was der gesagt hat, ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Was für ein Desaster. Der ist an, also ich glaube, das Ding ist umgefallen. Hat die hier zum Stehen gebracht. Danach ist dieser Wagen zwar schon nochmal kaputt gegangen. Vielleicht ist der Kürbis einfach nicht währenddessen rausgefallen, aber rein theoretisch müsste der Kürbis eigentlich während dieser Wagen hier kaputt gegangen ist, einfach rausgesprungen sein, hat das hier verursacht. Das Ganze ist nach hinten geflogen. So, was ist denn hier passiert eigentlich? Wie sind die denn hier? Das hier weiß ich noch nicht so ganz. Warum die hier kaputt sind. Irgendwo fehlt mir noch ein verdammtes Element. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Bitte, nicht jetzt. Ich stehe unter Schock. Am Ende war es der. Kann man mit dem Typen reden? Ah, guck mal. Eine echte Katastrophe ist das. Ah, mehr hat er nicht zu sagen. Ist ja dämlich. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich den Anfang gefunden habe. Ich guck nochmal hier rein. Irgendjemand muss dafür zahlen. Immerhin sind zwei Leute gestorben, die wir nicht retten konnten. Ach, hier, festliche Fahne. War das das, was wir noch nicht gesehen hatten? Ein toter Fahrer. Ein weiteres Opfer der Explosion. Immer noch nicht alles. Mir fehlt noch ein verdammtes Element. Hier, diese Fahnen vielleicht. Die Schnur, an der die Fahnen hängen, ist gerissen. Ein großer Teil davon fehlt. Aha, das war's also. Na gut, dann wissen wir jetzt doch alles. Dann kann ich nicht anders... Ich habe genug Informationen gesammelt. Sehen wir uns jetzt die Reihenfolge der Ereignisse an. Also ich würde ja fast sagen, dass das hier das erste gewesen ist. Was muss ich denn jetzt machen? Vergangenheit. Aha.
Nee. Das als erste nicht. Was macht der hier denn? Das würde ich ja eher denken, dass der Nummer 1 ist. Aber was mit dem hier ist? Klonk! Einfach umgefallen. Also das hier, dann ist das hier Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7. Macht das jetzt Sinn? Nicht wirklich. Weil ich immer noch nicht weiß, wie das hier kaputt gegangen ist. Achso, warte mal. Der hier. Ah. Diese beiden hier. Das wird ja niemals so zusammenkommen, aber egal. Ich muss alle Beteiligten in der Unfallsequenz unterbringen. Mit dem Ding da vor mir hielt ganz plötzlich an und ich wollte noch ausweichen, aber ich war nicht schnell genug. Okay, irgendwas vor ihm. Also nochmal zurücksetzen. Ups. Nein. Also, der hier. Was ist denn das Ding da vor ihm? Hat? Nein. Ist der hier vielleicht einfach gegen die... Nee, aber der ist ja durch die Explosion dahin gedrängt worden. Ist das vielleicht einfach ausgerutscht, das Pferd? Kann das sein? Das macht ja alles keinen Sinn. Leute, das macht alles keinen Sinn. Damn it. Ich bin jetzt etwas verwirrt. Irgendwie beißt sich das Ganze so ein bisschen in den Schwanz. Denn er sagt, ja, das Ding da vor mir hat plötzlich angehalten. Ich weiß überhaupt gar nicht, was das Ding da vor ihm sein soll. Ich dachte erst immer, das geht um diesen hier. Aber das ist, glaube ich, gar nicht der Fall. Halt, nein! Gegenwart. Ich muss mir das jetzt... Nein! Doch, ich muss das so machen. So. Ich möchte in die Gegenwart zurück. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz den Dialog mit dem jungen Mann hier mir genauer angucken. Haben wir doch hier irgendwo. Hier. Das hier. Guten Tag, der Herr. Dürfte ich Ihnen wohl ein paar Fragen stellen, der Fahrer des Wagens? Ja, ich hatte Gemüse vom Hof geladen für den Markt in London. Was können Sie mir über den Unfall sagen? Nichts. Es gab eine Kollision. Ich flog zu Boden und danach war mir ganz schwindelig. Eine Kollision fuhr mit dem Ding da vor mir. Hielt ganz plötzlich an und ich wollte noch ausweichen. Aber ich war nicht schnell genug. Wissen Sie, warum diese Kutsche so plötzlich abbremste und anhielt? Keine Ahnung. Es muss schon diese Kutsche gewesen sein. Also ist diese Kutsche im Endeffekt die erste gewesen, die angehalten hat.
Also, das hier rutscht aus. Wahrscheinlich rutscht das Pferd aus. Dann kommt er hier rein, dann fliegt das darüber. Dann jagt das hier los und jagt das hier los. Dann vorher geht wahrscheinlich das hier drauf. Und das hier. So, und dann geht aber das hier hoch. Und damit fliegt der hier und der hier weg. Dann passiert das. Und dann fällt die Lampe um und tötet alle, die hier sind. Also erst ist das Pferd ausgerutscht und dann hat die Lampe alles getötet. Ich muss alle Beteiligten in der Unfallsequenz unterbringen. Wer fehlt denn jetzt? Habe ich irgendjemanden vergessen? Ich muss alle Beteiligten in der Unfallsequenz unterbringen. Ja, habe ich gemacht. Genau das habe ich gemacht. Es fehlt wahrscheinlich wieder irgendwas, irgendeine scheiß Kleinigkeit. So. Genau das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Die müssen ja 9 und 10 Haben wir denn noch irgendwas? 12, 13, mir fehlt noch irgendeiner. Bin ich eigentlich blöd? War doch 13 Elemente. Ach. LOL. Ja, dann machen wir das Ganze nochmal, ne? Wir haben es ja nur dreimal inzwischen gemacht. So, zack. So, jetzt muss ich erst die hier auswählen, ja. Ein bisschen merkwürdig gemacht. So. So, zack. 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 Und einmal braten. Ach, nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Oh, Mann. Das ist jetzt wieder so ein echt so ein... Ah, nein, das war falsch. So ein hibbeliger Scheiß. Doch, das war richtig. Eins. Weil ich nicht weiß, ob jetzt die wollen, dass ich zuerst das hier und dann das hier mache. Vor allem die, also die Reihenfolgen an sich sind hier jetzt halt irgendwie so ein bisschen. Das ist ja teilweise gleichzeitig passiert. Diese zwei Sachen hier, 10 und 11 zum Beispiel, das ist gleichzeitig passiert. So, mal gucken. Ach, nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Ach, leck mich doch. Was weiß ich denn? Ach, nein. Es scheint mir alles total plausibel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich probiere es jetzt nochmal anders aus, ganz kurz in Offscreen. Das ist ja ein bisschen nervig. So. Also. Wir setzen nochmal zurück. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Ich muss sagen, ich habe nachgeguckt jetzt. Nummer 4. Und jetzt, Achtung, müssen wir hier erst das komplett abschließen. Und jetzt fährt diese zweite Kutsche, die so überhaupt nicht geguckt hat, in das Liegengebliebene. Und jetzt geht diese ganze Chose hier los.
Und oh Gott, ich glaube, ich habe den zu früh gesetzt. Ich muss das alles so machen. Ich muss 9 und 10 machen. Aber egal, wir versuchen es jetzt mal. Vielleicht klappt das ja. Fertig. Die Vollbremsung der Wartungskutsche löste das Desaster aus. Aber die Laterne fiel erst am Ende um. Warum hielt die Kutsche also an? Es ist ein bisschen schade, ne? Wenn so Abläufe, die halt nicht eindeutig sind, dann tatsächlich aber eindeutig gesetzt werden müssen und nicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Möglichkeit haben, die auch den Ablauf anders zu gestalten irgendwie. Das Rad ist metallbeschlagen. So, ich glaube, das mache ich jetzt trotzdem. Ich weiß schon, diese Folge ist total lang. Aha. Tätowierung. Eine Hundetätowierung. Eine Tätowierung. Vermutlich von einer Bande. Oh, weia. Jetzt werden wir auch noch einen Bandenkrieg versetzt. Na gut, Leute, da mache ich hier tatsächlich, glaube ich, eine Pause und wir untersuchen diesen Kadaver erst in der nächsten Runde. Er sagt Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.